ehrlich sein, ich habe die Nachricht gar nicht gut aufgefasst. Irgendwo hofft man allem und mehr wie gewinnen kann man ja nicht. Also ich habe ja gehofft und das war wirklich nicht leicht in den letzten 2 Monaten. Und ja, es ist nicht leicht, vor allem jetzt wieder aufstehen und nächste Woche zu den Italienmeisterschaften fahren und versuchen gut zu machen, weil mit welcher Motivation geht man eigentlich hin jetzt. Und wie erklärst du dir das gefallene Nominierung? Ehrlich gesagt, habe ich keinen Grund, weil es steht ja in der Konvokation drin, dass sie die Firma 200 mitnehmen und ich bin ja da fix dabei, ich war ja die Dritte, deswegen gibt es keinen Grund, mich nicht mitzunehmen und ich weiß es nicht, vielleicht bin ich zu alt. Vielleicht wollen sie wie allem die Jungen unterstützen und fördern, aber es ist halt traurig, weil die Alten bringst halt, dass sie aufhören. Das ist der Einzige, was übrig bleibt halt irgendwo.